Hallo zusammen, heute geht's darum, warum funktioniert bei euch der Tiefkühler hier nicht mehr, wenn der Kühlschrank draußen steht oder wenn es draußen kühler ist als plus 15 Grad. Das ist jetzt ein Solarkühlschrank, der läuft mit 12 Volt und einer Batterie, also mit zwei solchen Panels. Und nicht ganz läuft der Kühlschrank dann ohne Stromanschluss. Braucht noch eine Batterie dazu. Aber es gibt auch normale Kühlschränke. Die gehen heute für 150 Franken Euro. Sehen gleich aus. Die haben oben ein Tiefkühlfach und unten der Kühlschrank. Und das sind Klimaklasse N-Geräte. Die darf man nur betreiben bis plus 15 Grad. Wenn ihr den betreibt, jetzt steht auf dem Balkon, hat minus 5 Grad bei uns zurzeit, dann passiert im Kühlschrank nichts, der geht nicht kaputt und so weiter, aber das Tiefkühlfach erreicht die Temperatur nicht mehr. In der Regel sieht so ein Kühlschrank so aus, hinten Wärmetauscher, teilweise auf der Seite, hinten die Kühlmaschine drin. Und um das zu erklären, nehme ich hier so einen Karton. Wir kleben den mal hier an. Und das ist jetzt unser Kühlschrank. Und wenn wir so einen Kühlschrank vor uns haben, dann sieht er ja, hier oben haben wir dann die Tischplatte. Und hier vorne ist die Türe. Und der Kühlschrank hat eigentlich hier so ein Tiefkühlfach drin. Und hier haben wir nochmal so eine kleine Türe. Und dann geht er nach unten. Und dann geht er so. Und hier sitzt der Absatz. Und dann sieht der Kühlschrank eigentlich so ein bisschen so aus wie der hier. Und hier habe ich die Kühlmaschine drin. So Füße drunter. Und hier habe ich eigentlich theoretisch minus 18 Grad. Und hier habe ich plus 5, wäre etwa Grad Celsius, ist so der normale Bereich, den wir haben für solch einen Kühlschrank. Und hier hinten ist dieses Gitter drauf. Also heißt, machen wir hier eine Rückwand. Und hier ist dieses Gitter. Hier ist dieses Gitter, was hier die Wärme abgibt. Und der Kompressor, der kann ja nicht kühlen. Der kann nur, oder der Kühlschrank kann nicht kühlen. Der wird einfach nur weniger warm. Und von der Funktion her ist das so, wir haben hier ein Gas, was wir zusammendrücken. Das kennt ihr vielleicht, wenn ihr eine Fahrradpumpe habt und pumpt, dann wird die warm. Das heißt, das Gas wird zusammengedrückt, es muss die Wärme abgeben und aus diesem Grund wird es hier hinten warm. Das ist dann, ich sag mal, dieser Wärmetauscher hier wird warm und gibt die Wärme ab. Dann geht es runter in diesen Filtertrockner. Da haben wir dann so eine Patrone hier, schematisch dargestellt. Und von hier aus geht ein dünnes Rohr, das Drosselorgan, hier in den Kühlschrank. Und der läuft dann so in Wellen hier um das Tiefkühlfach rum. Und ab diesem Kapillarrohr wird das Kältemittel eingespritzt. Das kann sich entspannen oder expandieren. Und dann wird das Kältemittel kalt. Das heißt, das System ist so eingestellt, dass wir hier drin, von hier an bis runter, eine Temperatur vom Kältemittel haben. Die Norm wäre 23 Grad. Es kann auch mal ein bisschen weniger sein oder ein bisschen mehr. Aber bei minus 23 Grad Kältemitteltemperatur hier ergibt sich hier in diesem Fach
automatisch eine Temperatur, die nicht minus 23 Grad hat, aber die kann minus 20 Grad erreichen. Aus diesem Grund wird es dann hier minus 18 Grad. Und dann geht das Rohr hier runter. Und hier an dieser Rückwand ist das wieder aufgeklebt und geht dann hier wieder in den Kompressor. Jetzt, wenn ich hier auch minus 23 Grad habe, dann kühlt es diesen Kühlschrank. Der wird irgendwann plus 5 Grad und dann habe ich hier den Thermostaten, der sitzt aber oben, aber der Fühler sitzt meistens hier, also den Thermostat. Und sobald ich hier eine Temperatur erreiche, beim Standardkühlschrank, von minus 10 Grad an der Rückwand hier, kann variieren bis minus 15 Grad, dann schaltet der Kompressor aus. Was passiert, wenn der Kompressor ausschaltet? Es kühlt nicht mehr. Das heißt, hier oben habe ich dann die minus 18 bis minus 20 Grad, weil ich mit minus 23 hier rundherum fahre. Und hier die Rückwand, die gefroren ist. Achtet euch mal bei eurem normalen Kühlschrank zu Hause, Türe aufmachen. Kann ich jetzt zum Beispiel hier. Hier diese Rückwand hier hinten, die wird gefroren. Bei Kältemitteltemperaturen von minus 23 Grad etwa entsteht hier hinten Wasser. Und hier habt ihr noch so eine Tropfwanne. Das heißt, das Wasser, wenn der Kompressor nicht mehr läuft, taut das irgendwann auf, das Wasser läuft hier runter und hier auf so eine Schale über den Kompressor, weil der Kompressor immer warm ist, verdunstet das hier. Bei 4,5 Grad schaltet hier an der Wand, dann ist das Eis abgetaut, doch das reden wir durch eine vollautomatische Abtauung. Das Eis weg ist, hier runtergelaufen, schaltet bei 4,5 Grad der Kühlschrank wieder ein. Hier haben wir dann immer noch minus 18 Grad, das Kompressor fängt an zu laufen, das Gas geht hier wieder in Wärmetausch und durch den Filter, durch das dünne Rohr hier oben rein. Und hier spritzt es ein mit minus 23 Grad. Jetzt wird zuerst der Tiefkühler runtergekühlt auf minus 20 Grad. Sobald sich die Temperatur an minus 23 Grad annähert, haben wir hier keine Leistungsabgabe bzw. Leistungsaufnahme mehr. Und das Kältemittel geht hier runter und gefriert wieder eure Rückwand. Sobald das wieder minus 10 Grad hat auf der Rückwand, schaltet der Thermostat wieder aus, Rückwand taut wieder ab und der Steuerzyklus fängt von vorne her an. So funktioniert das im Sommer, wenn wir Außentemperatur haben oder in der Wohnung drin über 18 Grad plus. Jetzt steht euer Kühlschrank draußen auf dem Balkon. Ich habe jetzt momentan heute Morgen minus 6 Grad. Was passiert bei minus 6 Grad? Der Kühlschrank hier, der kriegt über die Türe, über die Seitenwärme Kälte. Das heißt, der muss ja eigentlich gar nicht laufen. Das heißt, der wird sich nicht auf 4,5 Grad erwärmen. Der läuft nicht, der braucht keine Energie. Hier der Thermostat, vielleicht hier noch ein Zeichen, das ist dann der Fühler hier. Der erreicht nicht mehr minus plus 4,5 Grad, dass er wieder einschalten muss, weil der Kühlschrank braucht keinen Bedarf. Ja, wenn ich hier keinen Bedarf habe, läuft der Kompressor nicht mehr, der Kompressor läuft nicht mehr, es wird kein minus 23 Grad kaltes Kältemittel eingespritzt und dieser Tiefkühler hier oben kriegt kein Kältemittel und der wird sich erwärmen.
Und zwar wird er sich erwärmen, jetzt bei den Temperaturen vielleicht nur auf minus 6 Grad, und er wird das Speiseeis, was oben drin ist, wird auftauen, weil vernünftiges Speiseeis taut bei minus 15 Grad. Das ist jetzt bei minus 10 Grad. Jetzt haben wir zum Beispiel draußen auf dem Balkon oder im Häuschen nur 10 Grad plus. Erkühlt, wir erreichen hier die minus 10 Grad auf dem Kühlelement. Der Thermostat schaltet aus. Bis sich jetzt das bei einer Außentemperatur von plus 10 Grad erwärmt hat, auf die 4,5 Grad Einschalttemperatur, geht es sehr lange. Und auch die Laufzeit, bis es runtergekühlt hat, ist relativ kurz. Weil ich dann eine sehr lange Standzeit habe, erreiche ich hier oben die Temperatur nicht mehr. Auch wenn ich dann hier mit minus 23 Grad einspritze, die Ware im Kern ist ja dann schon wärmer geworden, und aus diesem Grund erreicht dieser Kühlschrank bei tiefen Außentemperaturen auf dem Balkon oder im Wohnwagen, wo er steht, oder im Häuschen die Temperatur hier im Tiefkühlfach nicht mehr. Das Gerät geht nicht kaputt, das Gerät funktioniert, aber wir brauchen außen wieder eine höhere Temperatur, dass die Maschinenlaufzeit, der Kompressor, länger läuft. Also das heißt, wenn ihr jetzt Energie sparen wollt, ist ja so ein Thema, und ihr stellt den Balkon auf den Balkon, den Kühlschrank auf den Balkon, dass er weniger Strom braucht, dann dürft ihr hier in diesem Tiefkühlfach nichts einlagern, weil das erreicht die Temperatur nicht mehr. Aber man kann natürlich so Energie sparen, wenn man Kühlschrank nach draußen stellt. Wenn ihr Fragen habt, wie, wo, was, warum, Kühlschrank, stellt es mir unten in die Kommentare. Hier verlinke ich euch diesen Solarkühlschrank, der keinen Strom braucht. Doch, er braucht schon Strom, aber mit Solarzellen natürlich nicht vom Netz. Und dann wünsche ich euch einen schönen Tag.